Das aktuell spannendste Thema im Bereich Security ist das Thema Passkeys. Denn es verspricht uns, dass wir keine Kennwörter mehr brauchen. Und wie die Idee hinter Passkeys funktioniert und was der Unterschied zur Zwei-Faktor-Authentifizierung ist, das möchte ich Ihnen in diesem Video so konzeptweise zeigen. Wie funktioniert die normale Zwei-Faktor-Authentifizierung? Naja, wir haben einen Username und ein Passwort, das geben wir entsprechend ein beim Login, das wird dann auch hoffentlich entsprechend verschlüsselt oder gehasht übertragen zum Server, dort auch gehasht, gesaltet etc. pp. Gut, dann bekommen wir normalerweise irgendwie eine Bestätigung in einen zweiten Faktor, dass wir das wirklich sind, klassischerweise am Handy, und wenn wir das bestätigen, dann sind wir authentifiziert. So, was passiert am Server oder beim Betreiber der Webseite oder wo auch immer wir das hosten? Gut, der merkt sich auf der einen Seite den Username und auch hoffentlich gehasht und gesaltet das Passwort. So, die Gefahr ist nun auf mehreren Ebenen. Grundsätzlich ist das Thema schon sehr sicher, da wir davon ausgehen, dass der zweite Faktor, nämlich das Handy, in dem Fall oder Smartphone, nicht verfügbar ist für den Angreifer. Aber theoretisch könnten die Daten vom Server geklaut werden und die Leute haben ja eher die Angewohnheit, dann auch das gleiche Kennwort mehrfach zu verwenden, bei mehreren Online-Diensten. Wenn wir jetzt einen Online-Dienst haben, wo wir keine Zwei-Faktor-Authentifizierung haben, dann reicht das schon, dass dieser dann früher oder später kompromittiert wird. Oder auch, wenn die Zwei-Faktor-Authentifizierung übergangen werden konnte. Jetzt ist das Kennwort aber gehasht und gesaltet. Zumindest hoffentlich. Wissen richtig tun wir es nicht. Also wir haben ja das Problem, dass wir darauf vertrauen, dass am Server das richtig implementiert ist. Wenn nicht, haben wir ein Problem. Das zweite Problem ist, wie gesagt, die User verwenden gerne mehrfach das gleiche Passwort beziehungsweise auch sehr einfache Kennwörter. Ein Kennwort ist ja nur dann gut, wenn es so kompliziert ist, dass man sich selbst nicht merken kann. Stichwort Passwort safe verwenden und nicht selber Passwort ausdenken. Aber was ist jetzt anders, wenn wir Passkeys verwenden? Und warum brauchen wir kein Kennwort mehr? Gut, bei der Registrierung bei einem Online-Dienst würde Folgendes passieren. Wir haben einen Username und es wird ein Schlüsselpaar definiert, ein kryptografisches Schlüsselpaar. Das heißt, es wird, man könnte es bildlich so vorstellen, ein Schloss generiert und ein dazu passender Schlüssel. Und nur dieser eine Schlüssel sperrt das Schloss auch entsprechend. Dieser Schlüssel allerdings bleibt immer auf deinem Gerät und wird nicht beim Provider gespeichert oder bei dem Internetdienst gespeichert. Dort allerdings wird natürlich der Username und der Public Key gespeichert, also das Schloss. Schloss ist der öffentliche Schlüssel, das könnte theoretisch auch jeder haben, der uns eine Nachricht schicken will, ist kein Problem. Wichtig ist auch, dieser Schlüssel ist mit diesem Dienst gekoppelt, also mit der URL. Das heißt, dieser Schlüssel funktioniert ausschließlich für diese Webseite. Wenn jetzt durch Phishing irgendwelche URLs vorgetäuscht werden oder so, würde dieser Schlüssel nicht funktionieren, weil das System den Schlüssel nicht freigibt. Ja, demnach wird das auch gegen Phishing-Attacken helfen. Was passiert dann beim Login? Wir geben den Usernamen ein und wenn wir auf Login drücken, dann wird entsprechend Folgendes gemacht. Am Server wird dieser Username hingegeben sozusagen, dann wird der öffentliche Schlüssel, also das offene Schloss sozusagen, mit einer Nachricht versehen und an den Client geschickt. Dort passiert dann Folgendes, die Nachricht wird digital signiert, also unterschrieben, und also nur mit diesem Schlüssel wird diese Nachricht sozusagen, ja, das Schloss getauscht durch ein Schloss, das zu ist. Und das ist kryptografisch so gesichert, dass es eben fälschungssicher ist. Der Schlüssel, der das kann, hat den Rechner nicht verlassen. Und anschließend wird diese Nachricht, diese unterschriebene Nachricht, zurückgeschickt an den Server und dort entsprechend validiert. Und schon sind wir eingeloggt und sind sicher, dann wird ein Token generiert und dieser Token, mit dem wird dann weitergearbeitet. Das Spannende ist, der Schlüssel bleibt auf dem Rechner. Sollte der Server Daten verloren gegangen werden, ist es nur das offene Schloss, also eigentlich kein Problem. Wir können auch durch ein Passwort-Fake nichts haben. Da dieser Schlüssel nur für diesen Dienst verwendet wird, haben wir das Problem nicht mehr mit mehrfachen Kennwörtern. Eigentlich alles recht toll. Doch wer validiert das jetzt? Wer macht diese Signatur? Gut, das macht zum Beispiel Windows 11 mit einem neuen Update. Da gibt es auch diverse Dienste, die das entsprechend anbieten, sei es jetzt GitHub, Google, Microsoft-Dienste, die können das inzwischen. Sind die ersten Versionen draußen.
Und ja, verspricht uns eine glorreiche Zukunft ohne Kennwörter und ohne Phishing. Das nur von Grundidee, von Konzept her.